Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer. Auswählen eines vertikalen Textblocks. Sie können einen vertikalen Textblock, der von anderen durch Leerzeichen getrennt ist, wie Sie es vielleicht aus Text in E-Mails, Programmlisten oder von anderen Quellen kennen, mit der Blockauswahl von LibreOffice auswählen. Um den Auswahlmodus zu ändern, benutzen Sie bitte Bearbeiten, Auswahlmodus, Blockbereich. Oder klicken Sie einige Male auf STD in der Statusleiste, bis es sich auf BLK ändert. Oder Sie benutzen die Tastenkombination Alt-Shift-F8. Markieren Sie nun die Auswahl mit der Maus oder der Tastatur. Nun können Sie den ausgewählten Text bearbeiten, ihn zum Beispiel kopieren, löschen, das Aussehen verändern und so weiter. Ciao und viel Glück!